Leute, darf ich euch vorstellen? Meine Messersammlung. Wie ihr seht, sehr reichliche, wunderschöne Exemplare hier vorhanden, aber auch teilweise nicht so gute. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Und zwar wollen wir uns jetzt mal wirklich nur die reinen Messer anschauen. So, das hier sind jetzt übrigens alle Messer, die eine noch funktionstüchtige bzw. eine scharfe Klinge haben. Und wir gucken uns jetzt mal nach den neuen Gesetzen an, welche man jetzt auch nicht mehr besitzen darf. So, schauen wir uns jetzt noch einmal an, welche Messer man laut den alten Gesetzen nicht mitführen darf. Und wie ihr seht, ist nicht mehr viel übrig. Das hier ist alles, was man bis vor kurzem noch legal mitführen durfte. Aber es gab jetzt eine neue Gesetzesänderung. Und demzufolge schauen wir uns jetzt einfach mal an, was man aktuell noch mitführen darf. Was ihr hier jetzt noch sehen könnt, sind buchstäblich nur Zweihandmesser und feststehende Messer mit einer Klinge unter 6 cm. Ja, gucken wir uns jetzt nochmal das Extreme an. Und zwar, welche Messer darf man in einer Waffenverbotszone mitführen? So, und das ist dann auch alles gewesen. Ihr dürft euch gerne bei diesem Herrn bedanken. Er heißt Boris Pistorius. Warum das Ganze zustande gekommen ist, werde ich euch in diesem Video erklären. Und dieser Mann ist an all dem schuld. So, wie ihr es wahrscheinlich schon am Intro gesehen habt, geht es heute mal um ein bestimmtes Thema. Das ist zwar jetzt auch nicht mehr das Aktuellste, aber wer davon immer noch nichts mitbekommen hat, der lebt entweder hinterm Mond oder ist genauso schnell in den Gedanken wie ich mit meinen Videos. Ja, es geht nämlich um das neue Messergesetz und das, was ihr halt vorhin schon gesehen habt, das ist nicht übertrieben, das ist kein Scherz, das wird wahrscheinlich wirklich so passieren. Aber der Reihe nach, Boris Pistorius, der ist ja dafür verantwortlich. Das ist ein Mitglied in der SPD. Und der hält es für schlau, beziehungsweise er hat gemeint, man bräuchte zum Beispiel jetzt ein Messer, ein feststehendes Messer mit einer Klinge über 6 cm in der Öffentlichkeit nicht mitzuführen. Das braucht keiner, sagt er. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Wir gehen jetzt erstmal der Reihe nach. So, zuallererst Springmesser, zum Beispiel solche wie dieses hier. Das hier ist jetzt von Herberts, das ist eine Kopie von einem Haller-Messer oder von einem Stiletto. Und ja, das ist halt ein Springmesser. Das hat bestimmt schon jeder mal gesehen. Das ist halt ein klassisches mit einem Druckknopf und einer sehr stark gespannten Feder, wie man hier auch sieht. Dann werden natürlich auch solche Springmesser verboten, wie dieses Boeker Starfighter jetzt. Das sind einfach welche, wo man halt per Flipper hier oben die Klinge auch aufspringen lassen kann, weil hier auch eine Federunterstützung ist. Das heißt, diese Messer sind demnächst gleichgestellt mit Balisongs und OTFs. Und ich frage mich, warum? Also ich meine, ich finde es gut, dass Messer gleichgestellt werden, aber das hier geht gerade in eine völlig falsche Richtung. Denn ein Balisong lässt sich genauso schnell oder genauso einfach ziehen wie ein normales Springmesser oder ein normales Messer, meiner Meinung nach. Und das hier ist jetzt schon wieder nicht ganz aufgegangen. Und das macht sie jetzt nicht wirklich weniger gefährlich als normales Messer, aber trotzdem ist es der falsche Weg, um Messer zu verbieten, bringt absolut nichts. Generell Dinge zu verbieten, hat man auch schon in der Vergangenheit gesehen und wird man auch immer sehen. Verbote haben bisher nie was gebracht. Deswegen frage ich mich, wie kommt man darauf, dass, wenn man plötzlich irgendwelche Messer verbietet, dass dann plötzlich alles sicherer ist? Das ist so nicht, das funktioniert so nicht, da versteht man die Menschen nicht. Weil, ihr müsst euch das so denken, jemand, der irgendwie nur Scheiße im Kopf hat, der auch wirklich da mit so einem Messer jemanden schaden möchte oder so. Dem interessiert es doch dann auch nicht, ob in irgendeinem Paragraphen da niedergeschrieben ist, ja, ne, dieses Messer darf ich jetzt zwar nicht mehr mitführen, also das ist jetzt Kacke, jetzt kann ich ja diesen Typen da, den ich umbringen wollte, nicht mehr mit dem Messer töten. Oh, das ist schade. Nee, der wird sich denken, das ist mir scheißegal, was da steht. Und ich werde einfach trotzdem dieses Messer mitnehmen, um mich damit zu verteidigen oder um jemanden damit anzugreifen, wenn ich darauf Bock habe. Und ja, wahrscheinlich denkt der liebe Herr Pistorius genauso. Deswegen hat er dann auch diese Messer mal verboten, so spontan. Kann man ja mal machen, so kurz vor der Wahl, beziehungsweise kurz nach der Wahl. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Video vor der Wahl noch fertig werde. Definitiv nein. Ja, darum geht es im Groben und Ganzen.
Ja, und wie ich schon gesagt habe, man darf jetzt keine feststehenden Messer mehr mit einer 6 cm langen Klinge mitführen, also alles, was darüber ist. Und die Klinge wird natürlich nicht an der Schneide gemessen, sondern ab dem Griff, beziehungsweise da, wo man es festhält. Weil, wie hat er es so schön formuliert, es ist die Einstichstiefe oder so ähnlich hat er das genannt. Ja, wie soll man bitte? Ich kann euch ja mal als Vergleich mein CRKT Minimalist zeigen. Das hier ist jetzt ein Messer, was auf jeden Fall eine kleinere Klinge als 6 cm hat. Wie will man mit so einem Messer arbeiten? Ich habe schon manchmal Probleme, mit so einem Messer zu arbeiten, was schon um die 7-8 cm Klinge hat. Und ja, das hat jetzt auch nicht gerade wirklich die praktischste Form, um damit irgendwie irgendwas effektiv bearbeiten zu können. Aber es geht jetzt hier einfach darum, so 6 cm machen überhaupt nichts aus, wenn man jetzt zum Beispiel draußen unterwegs ist im Outdoor-Bereich. Ich meine jetzt hier zum Beispiel die ganzen Leute, die sich mit Bushcrafting und Jagen und Angeln und sowas auskennen, die wissen, sowas reicht definitiv nicht aus, um damit effektiv arbeiten zu können. Und der nächste Punkt sind die Messerverbotszonen. Und damit herzlich willkommen zu Homecrafts Waffenverbotszonen-Quiz mit Ihrem Gastgeber Homecraft. Yeah. Und die Frage lautet: Was darf man in einer Waffenverbotszone nicht mitführen? Ist es A. Messer, deren Klinge über 6 cm lang ist, egal ob es ein Klappmesser ist oder nicht. B. Pfeil und Bogen. C. Man darf in den besagten Zonen überhaupt kein Messer mitführen, auch keine Taschenmesser. Oder ist es D, das legt sowieso schon jede öffentliche Einrichtung für sich selbst fest. Die Zeit läuft. Richtig ist C. Man darf überhaupt kein Messer mitführen, nicht mal ein Taschenmesser. Ja. Man darf da überhaupt kein Messer mehr mitführen. Also nicht mal ein Victorinox Classic, welches in der Hand einfach verschwindet. Also das ist ein Ding, das kann man eigentlich immer dabei haben. Das fällt nicht auf. Das kann man sich an den Schlüssel bammeln. Und ja, das hier wird demnächst als Waffe diffamiert, genauso wie alle anderen Messer, die hier eigentlich liegen. Ich finde das halt einfach nur richtig dämlich. Also leben wir inzwischen in einer Welt, in der man nicht mal mehr ein kleines Multitool bzw. ein Schweizer Taschenmesser mitführen darf. Also, weil dies hier schon wegen der scharfen Messerklinge schon als eine Waffe bzw. ein gefährlicher Gegenstand gilt. Und ich frage mich, wie will man damit jetzt wirklich jemandem ernsthaft Schaden zufügen? Ich meine, ja gut, manche haben wirklich viel Schwachsinn im Kopf und die können vielleicht auch damit jemandem ordentlich Schaden zufügen. Aber dann sollte man halt auch kontrollieren, wer die Messer bekommt und nicht, wir verbieten jetzt alle Messer, das ist der falsche Weg. Man muss das Problem an der Wurzel anpacken. Noch ein kleines Beispiel auch aus meinem Kreise jetzt. Mein allererstes wirkliches Taschenmesser, was ich jeden Tag dabei hatte, ist dieses hier. Man sieht es jetzt ein bisschen schlecht durchs Licht. Es ist aber ein Einhandmesser. Das kann man wenigstens noch erkennen. Und das hatte ich vor 3 Jahren von meinem Opa mal geschenkt bekommen. Bei dem lag das nur rum und er braucht sowas halt jetzt nicht. Und ich hatte das da damals auch wirklich schon jeden Tag dabei. Damals war ich auch im Urlaub auf Rügen und hatte das halt auch wirklich zum Schnitzen und alles Mögliche verwendet. Und ich habe erst dann nach 3 Monaten gesagt bekommen, ja, solche Messer darfst du eigentlich gar nicht erst mitführen. Denn es ist ein Einhandmesser und die Klinge ist über 8 cm. Ja, wusste ich nicht. Dann hab ich eine Weile auch wirklich kein Messer mitgeführt, also auch nicht mal ein Taschenmesser. Und als ich dann arbeiten war, spätestens ab dem Zeitpunkt, musste ich dann so ein Messer mitnehmen. Also ich habe dann halt einfach so ein Messer mitgenommen, einfach weil es halt schnell gezogen ist und ich halt auch Kartons aufschneiden muss. Das Messer sieht auch inzwischen schon sehr gebraucht aus. Man sieht jetzt hier vielleicht nicht gerade die ganzen Schlieren und die ganzen Rillen, die da drin sind, aber das Messer sieht auf jeden Fall schon sehr demoliert aus. Ich kann euch ja mal hier an der Stelle auch noch ein Bild einblenden in einem besseren Licht. Und ja, das begleitet mich jetzt wirklich schon jeden Tag, egal wo ich bin halt. Ob ich auf Arbeit bin oder ob ich halt einfach mal so unterwegs bin. Ich weiß, es ist jetzt ziemlich scheiße, das mitzuführen, aber das ist mir im Endeffekt dann auch egal. Weil ich kann es halt gebrauchen und ich gebrauche es halt auch,
Nicht um irgendwelche Leute damit zu schaden oder anzugreifen, sondern halt einfach wirklich aus Arbeitszwecken sowas wie halt schnitzen oder halt mal ein Seil durchschneiden, falls es sowas halt mal der Fall sein sollte. Oder halt, wenn ich jetzt ja auch zum Beispiel in irgendwelchen verlassenen Orten unterwegs bin, um mich halt aus irgendwelchen Gebüschen zu befreien. Dafür ist so ein Messer halt auch wirklich gut geeignet. Und ja, solche Balisongs, ja, mein Balisong habe ich halt auch öfters mal dabei. Wie ihr seht, das ist schon sehr demoliert und ja, schon sehr ramponiert. Hier ist auch schon eine Schraube rausgegangen. Und das Handleplay, da müssen wir eigentlich auch nicht mehr drüber reden. Das ist einfach schon komplett demoliert. Ja, und irgendwann wird es wahrscheinlich auch so weit kommen, dass, also es wurde zwar noch nichts angegeben, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn man halt hier mit auf der Straße unterwegs ist, weil Balisong-Trainer darf man legal noch mitführen, dass die irgendwann auch auf der Straße verboten werden oder generell verboten werden, weil es ein waffenähnlicher Gegenstand ist. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt bin ich dann wirklich auch raus aus Deutschland. Und das ist halt einfach eine absolute Frechheit, was sie sich da jetzt schon wieder ausdenken an Gesetzen. So, und deswegen habe ich jetzt mal noch eine kleine Frage an den lieben Herrn Boris Pistorius oder generell an Leute, die diese Gesetzeslage befürworten. Wart ihr eigentlich schon mal so Bushcraft-mäßig oder handwerklich unterwegs? Oder hattet ihr überhaupt schon mal eine Situation, wo ihr ein Messer brauchtet? Ich kann euch auf jeden Fall sagen, 100% ja, ihr hattet schon mal so eine Situation. Und ihr wollt mir doch nicht sagen, dass ihr dann mit so einem Messer echt halt echt versucht habt, irgendwie ein Brötchen zu schneiden oder irgendwas anderes effektiv bearbeiten zu können. Das ist eigentlich unmöglich. Aber das interessiert wahrscheinlich auch inzwischen den lieben Herrn Pistorius nicht mehr. Der ist ja jetzt an einem Alter angekommen, wo es dem wahrscheinlich auch herzlich egal ist, weil er diese Zeiten sowieso hinter sich hat oder überhaupt nicht erlebt hatte, wo er vielleicht mit seinen Großeltern oder seinen Eltern irgendwo hingefahren ist und campen war mit einem Taschenmesser dabei. Ja, das wäre es dann wahrscheinlich auch, das wäre es dann auch schon zu diesem Video gewesen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. So, an sich finde ich es ja eigentlich völlig legitim, dass man nicht jeden Intelligenzverweigerer mit einem Messer rumlaufen lässt. Aber dass man deswegen auch Messer verbietet, ist einfach völlig der falsche Weg. Man kann auch eigentlich schon hieran erkennen, wer eigentlich so welche Messer mit hat. Das hier sind wirklich eher so Messer, die eher auf einer sehr billigen Basis sind, die man halt auch wirklich sehr schnell zücken kann. Und welche, die halt auch hauptsächlich für solche Taten missbraucht werden. Das sieht man eigentlich jetzt hier auch sehr schön. Das sind halt hauptsächlich solche Billigteile, die halt auch sehr schnell kaputt gehen und halt auch nicht wirklich toll verarbeitet sind. Das hier ist übrigens stumpf, also macht euch da mal keine Sorgen. Und ja, die meisten Messer, die verklemmen halt auch einfach schon beim Öffnen, wie zum Beispiel hier kann man es vielleicht auch sehen, wie weit der Liner Lock schon rüber geht. Und die meisten haben ja wirklich auch gerne mal ein Springmesser mit. Also Leute, die halt auch Scheiße damit vorhaben, wie zum Beispiel dieses hier, so eins hier oder halt auch so eins hier. Aber man kann halt auch ab einem gewissen Wert der Messer zum Beispiel erkennen oder halt an der Optik von dem Messer, welche eigentlich wirklich gebräuchlich sind, also welche man eigentlich nur für den Gebrauch benutzt. Weil man kann mir jetzt nicht sagen, dass irgendjemand mit einem Benchmade auf die Idee kommt, irgendwen abstechen zu wollen. Dafür sind die Messer halt einerseits viel zu teuer. Dies hier hat mich jetzt so um die 200 € gekostet. Und das wäre es mir selber überhaupt nicht wert. Deswegen haben die meisten ja auch, wenn die wirklich Scheiße damit bauen wollen, ist eher so ein etwas günstig ausfallendes Messer wie das hier jetzt zum Beispiel. Ja, aber ich will jetzt hier keinen anschwärzen, nur weil jemand so ein Messer dabei hat, weil es kann ja trotzdem sein, dass er halt mit so einem Messer gut zurechtkommt und dass er halt auch nicht so viel Geld hat, um sich ein etwas teureres Messer leisten zu können, wie zum Beispiel jetzt halt ein Benchmade. Aber man erkennt halt schon wirklich eher Leute daran, dass sie so ein Messer dabei haben, als dass sie jetzt so eins hier dabei haben. Ich meine, das ist zwar auch ein schöner Flipper und dazu kommt bestimmt auch bald noch ein Video, aber das wird jetzt keiner dabei haben, der wirklich Übles damit vorhat. Also es sei denn, er ist halt Jäger und er braucht es halt für die Jagd. Dann kann man nochmal darüber diskutieren, aber das ist ein Hobby oder ein Beruf, den sowieso mancher ausüben muss oder ausübt. Und auch nur weil man einen Balisong hat, heißt es das nicht, dass ein Balisong gleich eine illegale, böse, tödliche Waffe ist. Ich meine,
so ein originales Replikant, was hier leider jetzt nicht der Fall ist. Das kostet auch schon so um die, wenn man ein gutes Gebrauchtes haben will, schon so um die 100 bis 150 Euro. Wenn man ein originales haben will, vielleicht sogar noch mit Carbon-Griffen, dann kostet es halt auch wirklich schon mal so über die 200 bis 300 Euro, wenn nicht sogar schon 400 Euro oder Dollar in dem Fall. Und ja, das hier ist jetzt das günstigste, was auf dieser Seite liegt. Das ist das Ganze, das allererste, was ich mal hier vorgestellt hatte. Und das sieht auch eher wie ein Gebrauchsmesser aus als wie ein Gangstermesser, sage ich jetzt einfach mal. Weil die meisten, die wirklich, wie gesagt, die halt wirklich was Übles damit vorhaben, die interessiert es doch dann am Ende auch nicht, wie lang so ein Messer ist oder ob das überhaupt erlaubt ist in Deutschland, wie zum Beispiel halt ein Balisong. Ich persönlich finde es halt auch Schwachsinn, dass die verboten sind. Habe ich aber auch schon mehrmals gesagt und ihr könnt hier auch sehen, die Dinger sind nicht wirklich gut verbaut. Das Ding ist mir vor einer Weile schon komplett auseinandergebrochen. Und ja, seitdem habe ich es halt immer noch, weil es ein Geschenk von einem Kumpel war. Und das werde ich auch wahrscheinlich nicht wegschmeißen. Aber das war jetzt nur noch so ein kleiner Nachtrag nochmal. Und ja, die meisten User, die also wirklich auch ein Messer für ihre Hobbys oder ihre Arbeit benutzen, die haben halt einfach so ein schönes Taschenmesser dabei, wie ich halt auch meistens mal. Und halt nicht sowas. Und wenn man halt auch schon wirklich bei diesem Thema so dabei ist, ne? Dann braucht man auch, wenn man irgendwie Scheiße vorhat, braucht man auch nicht wirklich ein Messer. Es gibt eine Menge andere Möglichkeiten, um jemandem Schaden zuzufügen. Man könnte zum Beispiel einfach ein Seil oder eine Kette nehmen, um jemanden damit die Luft abzuschnüren. Das sollt ihr jetzt natürlich nicht machen. Das ist trotzdem noch scheiße und Körperverletzung ist ja sowieso strafrechtlich, weswegen ich dann auch nicht verstehe, warum dann ein Messer mitführen dann strafrechtlich ist. Es gibt ja, man kann ja theoretisch auch einfach Steine auf den Boden aufheben und die dann halt jemanden an den Kopf werfen oder damit den Kopf einschlagen. Das klingt jetzt halt auch wieder alles sehr hart, aber es gibt wirklich Leute, die sowas machen und da schrecken die aber nicht davor zurück. Und deswegen, ja, warum? Ich meine, wenn man auch mal nach Österreich guckt, da darf man zum Beispiel jetzt hier auch alle Messer mitführen. Also bei Lisons bin ich mir nicht sicher, aber man darf sie in Österreich auf jeden Fall besitzen. Dann, da passiert ja den Leuten auch nichts. Die leben ja irgendwie alle noch. Also, es gibt zwar bestimmt Leute, die halt damit auch jemanden abstechen oder irgendwie sowas, aber das ist halt eher der seltene Fall, weil in Österreich haben die es auch so gemacht, dass die kontrollieren, wer ein Messer besitzen darf. Da ist es, soweit ich weiß, so. Man braucht halt einen Pass, dass man, also einen österreichischen Pass, dass man halt, also halt einen Pass für Österreich. Damit man halt auch sich ein Messer legal erwerben und besitzen darf und mitführen darf. Ansonsten kommt man halt an die Dinger gar nicht erst ran. Und das ist halt der Knackpunkt. Man muss halt nicht darauf aufpassen, dass die Messer mitgeführt werden, weil das kann man dann nicht mehr kontrollieren, wenn jemand ein Messer hat. Sondern man muss halt darauf aufpassen, wem man das Messer gibt. Und ja, das ist halt eigentlich der entscheidende Punkt, wo man eigentlich ansetzen müsste. Dann könnte man halt ja, wie auch schon gesagt, Balisongs und OTFs wieder legalisieren und man kann sich auch irgendwie einen speziellen Schein dafür noch zulegen, wenn man halt auch ein Messer mal mitführen muss oder halt mitführen möchte, wenn man halt zum Beispiel fotografiert oder halt im Survival oder im Outdoor-Bereich halt wirklich tätig ist oder wenn man halt einfach das für eine handwerkliche Ausübung braucht, wie zum Beispiel halt jetzt Teppichleger. Ich meine, so ein Cuttermesser ist ja jetzt auch schon eigentlich gefährlich, manchmal sogar gefährlicher als so eins hier, weil die Dinger sind wirklich auch sauscharf. Und ich wette, jeden, der so ein Messer schon mal in der Hand hatte, also Cuttermesser, dem ist es auch bestimmt schon einmal passiert, dass der sich aus Versehen geschnitten hat. Einfach weil die Dinger immer sauscharf sind und auch saugefährlich sind. Und die sind übrigens auch mit einer Hand zu bedienen, also darf man die dann in der Öffentlichkeit auch nicht mitführen oder wie ist das? Und was ist eigentlich mit Skalpells? Das sind ja nämlich noch ein bisschen gefährlichere. Die haben jetzt zwar keine 6 cm Klinge, aber dafür einen etwas längeren Griff, damit es halt auch wirklich in der Hand liegt. Und die sind sehr gefährlich. Und die sind sogar wirklich noch um einiges schärfer als zum Beispiel jetzt dieses Messer hier. Und das ist schon rattenscharf. Ich hatte mich damit auch schon einmal aus Versehen geschnitten, als ich in der Küche was geschnibbelt habe damit ist. Also, dass man halt wirklich Messer verbietet mit einer Klingenlänge, das ist Schwachsinn, weil man kann das Messer sich ja quasi auch, wenn das auch unter 6 cm Klinge hat,
an den Stock binden. Also, und kann dann damit auch jemanden abstechen. Da bringt es dann halt auch nichts, ob die Klinge jetzt dann 5 oder 6 oder 12 Zentimeter lang ist, weil am Ende hat man damit ja trotzdem jemanden abstechen können. Weil dann halt der Griff dementsprechend lang war. Okay, das ist jetzt aber auch schon wieder viel zu viel Vertiefung in dieses Thema. Und ich hoffe, selbst die Politiker lernen mal daraus, dass ein Messerverbot Schwachsinn ist und dass man dann halt einfach die Leute besser kontrollieren soll. Man kann es ja wirklich so machen, man beantragt halt einen Messerschein oder so und dann wird man da halt registriert und dann kann man halt auch, falls du wirklich mal Scheiße damit bauen solltest, dann kann man dann halt auch nachweisen, ja, du hast Scheiße damit gebaut, das heißt, du kommst auch in den Knast. Und das heißt nicht, ja, wir verbieten jetzt Messer für alle, weil Gleichberechtigung oder sowas. Das bringt halt, wie gesagt, nichts, weil die Leute, die Scheiße damit fahren, die kümmern sich auch nicht, ob das Messer dann mitgeführt werden darf oder nicht, weil die machen es ja am Ende dann trotzdem. Aber ich wiederhole mich, wie ich feststelle, und das heißt, also, wir sind an einem Punkt angelangt, wo ich jetzt einfach nur noch sage, bis zum nächsten Mal, ciao.